Nördlich der Donau zwischen Regensburg und Passau erhebt sich die Bergkette des Bayerischen Waldes, der höchsten Teil des langgestreckten Böhmerwaldes umfasst. Die weit geschwungenen Höhenzüge und freundlichen Täler bilden ein prachtvolles Wandergebiet. Stille Waldseen geben der Landschaft einen schwermütigen Reiz. Hier der Arbersee, am Fuße des Arber, der höchsten Erhebung im Bayerischen Wald. Dichte Wälder ziehen sich hinauf bis zur Baumgrenze und zeigen vielfach noch echten Urwaldcharakter. Die hübsch gelegenen Städtchen und Dörfer werden als Sommerfrischen und Standorte für Fußwanderungen viel besucht. Der Wald gibt den Menschen dieses Landstriches auch ihr tägliches Brot. Der Holzhandel bildet einen der wichtigsten Erwerbszweige. Auf den Holzreichtum gründet sich auch manches Handwerk. Hier sehen wir Holzdrahthobler bei der Arbeit. Aus den feinen Stäben werden Jalousien gemacht. Aus dem Handwerk entwickelte sich die bodenständige künstlerische Arbeit. Die Holzschnitzerei steht im Bayerischen Wald in hoher Blüte. Das häufige Vorkommen von Quarz ließ eine hochentwickelte Glasindustrie entstehen. Auch hier wird über das Handwerkliche hinaus die künstlerische Form gepflegt.
Was hier im Mörser zerrieben wird, ist Schnupftabak. Eine Prise gefällig. Das Zinngießen ist ein alteingesessenes Handwerk. In der Abgeschlossenheit des Berglandes haben sich manche eigenartigen Gebräuche erhalten. So werden an den Straßen entlang die Totenbretter aufgestellt, Denktafeln für die Verstorbenen mit Inschriften und Bildern geschmückt. Am südlichen Ausläufer des Bayerischen Waldes liegt die Drei-Flüsse-Stadt Passau. Hier vereinigen sich der Inn mit der Donau und der Ilz, die vom Bayerischen Wald herabkommt. Eins der schönsten Bauwerke der alten Bischofsstadt ist der im gotischen Stil begonnene und im Barock vollendete Dom. Im Innern wirkt er einer der größten Orgeln der Welt, deren gewaltige Klänge den Besucher zu feierlicher Andacht stimmen.